Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. Mindestens einmal im Leben stellt sich jeder Philatelist die Frage, ist die Briefmarke, die ich hier vor mir habe, echt? Ist der Stempel, der sich auf der Briefmarke befindet, original und zeitgerecht? Oder hat die Briefmarke eine besondere Farbe? Die spannende Frage hierbei ist jetzt, wie kann man dies überprüfen lassen? Dies ist eigentlich ganz einfach, denn hierfür gibt es den Bund Philatelistischer Prüfer, kurz BPP. Und in dieser Ausgabe möchte ich euch nun aufzeigen, in Zusammenarbeit mit dem BPP, was alles zu beachten ist, wenn ihr jetzt Briefmarken oder auch einen Beleg zur Prüfung einreichen möchtet. Doch zurück zum Anfang, zur Briefmarke, denn auch diese muss einige qualitative Merkmale erfüllen, bevor ihr diese einreichen solltet. Und genau die schauen wir uns jetzt noch etwas näher an. Grundlegende Qualitätsmerkmale von Briefmarken möchte ich euch anhand von Ausgaben der Deutschen Post näher bringen. Diese Qualitätsmerkmale gelten jetzt für alle Briefmarken. Die Ausgaben der Deutschen Post sind hierbei nur exemplarisch gewählt. Bei der hier gezeigten Marke könnt ihr schon rechts oben eine Büge erkennen. Weiterhin befindet sich in der unteren Markenmitte ein Riss. Diese beiden Merkmale sind ganz klare Qualitätsmängel. Diese Marke lohnt sich nicht, den Prüfer einzusenden. Weiter geht es nun mit der hier gezeigten Marke. Diese leidet leider unter sehr starken Zahnschmerzen. Auch dies ist ein sehr großer Qualitätsmangel und dieser führt dazu, dass auch diese Marke es sich nicht lohnt, den Prüfer einzusenden. Wenn ihr einen Stempel einer Briefmarke prüfen wollt, so ist es natürlich auch wichtig, dass dieser Stempel ersichtlich ist. Bei dem hier gezeigten Stempel lohnt sich eine Prüfung auf jeden Fall nicht, denn hierbei kann jetzt nicht überprüft werden, ob dieser echt ist oder nicht. Aber nicht nur die Markenvorderseite ist wichtig, schaut euch auf jeden Fall auch die Markenrückseite an. Hier könnt ihr jetzt eine Marke befallen von Stockflecken erkennen. Diese Marke gehört auf jeden Fall in den Abfall und nicht zurück in eure Sammlung. Die gezeigte Marke hier ist im Gegensatz zu den vorherigen gut bedarfsmäßig erhalten. Der Stempel ist gut lesbar, die Briefmarke hat nur einen kleinen Zahnfehler links oben, aber dies ist durchaus bedarfsgerecht für die damalige Zeit. Diese Briefmarke könnt ihr auf jeden Fall beim Prüfer einreichen. Die Einreichung von beschädigten Marken beim Prüfer macht nur Sinn, wenn ihr diese auf eine spezielle Farbe prüfen lassen wollt, sodass ihr ein Vergleichsstück in eurer Sammlung habt. Hierbei ist es dann nämlich egal, ob die Marke eine Beschädigung oder einen nicht lesbaren Stempel aufweist. Wie ihr also sehen konntet, eine erste Sichtprüfung macht durchaus Sinn und kann von jedem ohne Problem durchgeführt werden. Doch jetzt haben wir die Briefmarke. Wie kommen wir jetzt zum Prüfer? Dies ist eigentlich ganz einfach, denn wir besuchen jetzt gleich die Homepage des BPP und dort werde ich euch zeigen, wie ihr den entsprechenden Prüfer für das Prüfgebiet herausfinden könnt und was dort weiter noch zu beachten ist. Wir besuchen jetzt die Seite des BPP. Hierzu geben wir im Browser www.bpp.de ein. In der Kopfnavigation findet ihr nun sehr viele Informationen über den Bund der philatelistischen Prüfer. Unter Über uns findet ihr Informationen zur Prüfordnung oder auch Prüfstandards. Wir sind jetzt aber auf der Suche nach einem Prüfer. Hierzu gehen wir auf Prüfgebiet suchen. Zuvor hatte ich euch ja Marken aus der Bundesrepublik gezeigt. Also suchen wir doch einfach mal nach Bundesrepublik. Und hier wird sie auch schon angezeigt. Dies wählen wir aus und klicken auf Los. Jetzt bekommen wir alle Prüfer zu dem Prüfgebiet Bundesrepublik angezeigt. Und wenn wir nach unten scrollen, dann sehen wir hier die ganzen Prüfer, die das Prüfgebiet prüfen. Unter dem jeweiligen Prüfer findet ihr noch weitere Informationen. Zum einen die Anschrift des Prüfers und zum anderen dann natürlich auch noch die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Diese Informationen sind wichtig, zum einen zur Kontaktaufnahme mit dem Prüfer und zum anderen, dass ihr auch wisst, wohin ihr die Prüfsendung senden müsst. Aber hierzu dann später mehr. Jetzt haben wir den Prüfer für das Sammelgebiet gefunden. Jetzt ist noch die Frage, wie soll die Prüfung dokumentiert werden? Denn hierbei gibt es das Fotoattest, den Befund, den Kurzbefund und die Signatur. Und genau auf die Arten der Prüfdokumentation gehe ich jetzt noch etwas näher ein. Echt befundene Prüfgegenstände können jetzt durch die rückseitige Anbringung des Prüfzeichens, das ist das Signum des Prüfers, gekennzeichnet werden. Das Prüfzeichen enthält den Namen des Prüfers und den Zusatz BPP.
Die Prüfzeichen werden grundsätzlich wie folgt mit schwarzer, dokumentenechter Farbe gesetzt. Vor euch seht ihr jetzt, wie die Prüfzeichen angebracht werden. Als Beispiel oben A bei gezähnten Marken. Bei Postfrisch wird das Signum links angebracht. Bei gestempelt wird das Prüfzeichen rechts angebracht. Ich füge euch bei dem Video auch nochmal den direkten Link genau zu den Abbildungen und Beschreibungen der Prüfordnung des BPB bei und da könnt ihr es nochmal im Detail näher anschauen. Beschädigte, reparierte oder verschönte Prüfgegenstände und ungebrauchte Marken ohne oder mit verändertem Gummi erhalten das Prüfzeichen jetzt je nach Grad des Mangels höher gesetzt. Als Beispiel hier Abbildung A. Stark beschädigte oder reparierte Prüfgegenstände werden bis zur Markenmitte höher signiert. In der Abbildung B zu sehen. Prüfgegenstände mit einem Michelwert ab 500 Euro oder einem Marktwert von mehr als 150 Euro, den der Prüfer nach billigem Ermessen schätzt, werden in keinem Fall, insbesondere auch nicht bei Qualitätsbeeinträchtigungen, signiert. Solche Prüfgegenstände erhalten einen Kurzbefund, Befund oder einen Attest. Der Prüfer nimmt eine Signierung solcher Prüfgegenstände auch auf Verlangen des Auftraggebers nicht vor. Hier habe ich jetzt einen Attest für euch. Auf dem Attest ist immer vermerkt, wer das Attest erstellt hat. In diesem Fall Hans-Dieter Schlegel. Weiterhin ist natürlich vermerkt, was geprüft wurde. In diesem Fall Bundesrepublik Deutschland 1960. Ein Markenheftchen Bogen, Heuss und Ziffer. Auf dem Attest sind dann noch weiterführende Informationen zu diesem Markenheftchen Bogen vermerkt, wie auch die Michelnummer. Sowie der Stempel, der abgeschlagen ist. Ganz wichtig natürlich, Marken und Stempel sind echt, sowie die Qualität ist einwandfrei. Eine Abbildung des geprüften Stücks befindet sich auf der Rückseite des Attests. Weiter geht es nun mit einem Befund. Wie ihr erkennen könnt, auch dieser Befund wurde erstellt von Hans-Dieter Schlegel. Gut ersichtlich auf dem Befund, dieser ist jetzt nicht so umfangreich wie ein Attest. Auf der Vorderseite des Befunds sind wieder Informationen zum geprüften Stück vermerkt. In diesem Fall wieder Bundesrepublik Deutschland, aber das Jahr 1951. Geprüft wurde ein Zusammendruck Posthorn. Weiterhin sind dann natürlich noch die Michelnummern des geprüften Stücks vermerkt. Und hier natürlich auch wieder sehr wichtig, der Zusammendruck ist echt und hat Originalgummierung. Die Qualität ist einwandfrei. Eine Abbildung der geprüften Marken befindet sich auf der Rückseite des Befunds. Abschließend haben wir jetzt noch einen Kurzbefund von Hans-Dieter Schlegel. Auch hier wurde geprüft Bundesrepublik Deutschland. Wie ihr erkennen könnt, sind hier weniger Informationen vorhanden als noch bei einem Befund. Wichtig hierbei vermerkt, Prüfstück ist echt, postfrisch, einwandfrei und hat keine Signatur. Dem Prüfer steht jetzt natürlich für eine Prüfung eine Vergütung zu. Die Vergütung beträgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, bis zu 4% vom jeweiligen Michel-Katalogwert. Oder, wenn ein solcher nicht feststellbar sein sollte, bis zu 10% vom Handelswert, den der Prüfer nach billigem Ermessen schätzen darf. In einem solchen Fall können die Parteien die Prüfvergütung auch auf Grundlage einer individuellen Absprache vor Abschluss der Prüftätigkeit einvernehmlich festlegen. In der Regel beträgt die Mindestvergütung für jede Prüfsendung 25 Euro. Die Mindestvergütung für jede einzelne vorgelegte Marke beträgt 3 Euro, für jedes Prüfstück oder Ganzsache 5 Euro, auch wenn hierbei keine Signatur angebracht wird. Es gibt jetzt natürlich Richtwerte für die Art der Prüfdokumentation. Bis 250 Euro Katalogwert erfolgt eine Signatur oder bei zum Beispiel etwas besseren unsignierten Marken ein Kurzbefund. Bei einem Katalogwert von 250 bis 500 Euro wird ein Befund ausgestellt. Und ab 500 Euro Katalogwert erfolgt die Prüfdokumentation mit einem Fotoattest. Für die drei letzteren erwähnten fällt hierbei aber eine zusätzliche Vergütung an. Für einen Attest beträgt diese 20 Euro, für einen Befund 10 Euro, für einen Kurzbefund im Großformat 8 Euro und für einen Kurzbefund im Kleinformat 5 Euro. Ihr kennt jetzt die verschiedenen Arten der Prüfdokumentation. Dies ist sehr wichtig für den nächsten Schritt, für die Erstellung des Prüfauftrags. Denn im Prüfauftrag selbst müsst ihr doch mal dokumentieren, welche Art der Prüfdokumentation ihr denn gerne hättet. Und genau diesen Prüfauftrag, den werden wir jetzt über die Seite des BPP erstellen. Jetzt erstellen wir den Prüfauftrag. Hierzu befinden wir uns wieder auf der Startseite des BPP und wählen als erstes unser Prüfgebiet aus. Wie schon zuletzt wählen wir wieder die Bundesrepublik aus. Wählen es aus, klicken auf Los.
Anschließend werden uns nun wieder die Prüfer der Bundesrepublik Deutschland ab 1945 angezeigt. Für unser Beispiel scrollen wir etwas nach unten und wählen Herrn Schlegel Hans-Dieter aus. Neben Kontakt findet ihr nun das Feld Prüfauftrag. Und genau auf dieses Feld Prüfauftrag klicken wir jetzt. Anschließend öffnet sich ein Formular. Dies füllen wir nun aus. Hierbei wichtig, alle mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Ganz wichtig hierbei jetzt noch das Feld Nachricht Bemerkungen. In diesem Feld tragt ihr jetzt nochmal ein, welche Art der Prüfdokumentation ihr gerne hättet. Ich trage jetzt ein, bitte Attest erstellen. Wenn ihr das Formular vollständig ausgefüllt habt, klickt ihr auf Senden. Daraufhin öffnet sich das PDF-Dokument. Dieses Dokument enthält nun den Absender, das seid ihr, und natürlich den Empfänger, den Prüfer, in diesem Fall Herrn Hans-Dieter Schlegel in Berlin. Wenn ihr weiter nach unten scrollt, dann seht ihr hier nochmal die Anmerkung, die ihr während des Ausfüllens des Formulars gemacht habt. Und weiter unten, ganz wichtig, das Feld Unterschrift. Hierbei müsst ihr nun unterschreiben, also zuvor das Dokument ausdrucken und anschließend unterschreiben, denn damit erkennt ihr die Prüfordnung des BPP an. In Schritt 1 haben wir die Markenqualität überprüft. In Schritt 2 haben wir dann die notwendigen Prüfer für dieses Sammelgebiet auf der Seite des BPP herausgesucht. In Schritt 3 haben wir uns über die Prüfdokumentation informiert und dann in Schritt 4 mit dem Prüfauftrag nochmal dokumentiert, welche Art der Prüfdokumentation wir wünschen. Wir haben nun alles zusammen, was notwendig ist, um die Briefmarken zur Prüfung einzureichen. Ganz wichtig, den Prüfauftrag ausdrucken nicht vergessen und vor allem auch das Unterschreiben des Prüfauftrages nicht vergessen. Nun packen wir alle Briefmarken auf eine schwarze Steckkarte. Ganz wichtig, schwarze Steckkarte und nicht weiße Steckkarte. Und es muss auch nicht für jede Briefmarke eine einzelne Steckkarte genommen werden. Es reicht völlig, wenn ihr die Marken alle auf einer Steckkarte anordnet. Bei Briefmarken mit einem geringeren Wert reicht es, wenn ihr einen wattierten Umschlag zum Versand verwendet. Bevor ihr jetzt die Briefmarken in den wattierten Umschlag packt, macht euch noch eine Fotokopie oder einen Scan der Briefmarken, die ihr zur Prüfung einreicht. Damit geht ihr zum einen sicher, dass, falls die Prüfsendung verloren geht, dass ihr einen Nachweis habt, was ihr versendet habt. Und zum anderen könnt ihr noch eine Fotokopie dem Prüfer beilegen, sodass auch dieser nochmal gegenprüfen kann, ob alle Marken angekommen sind. Nun packen wir also unseren wattierten Umschlag für Briefmarken mit eher geringerem Wert. Hierzu den Prüfauftrag. Dann natürlich die Briefmarken nicht zu vergessen und dann noch eine Fotokopie der Briefmarken, die sich im Umschlag befinden sollten. Jetzt könnt ihr den wattierten Umschlag noch mit einer Pappe verstärken, sodass dieser nicht so leicht zu biegen ist und dass die Briefmarken dadurch dann auch geschützt werden. Der Versand des wattierten Umschlages sollte auf jeden Fall per Übergabeeinschreiben erfolgen. Für Briefmarken mit einem hohen Wert lohnt es sich auf jeden Fall, das Ganze als Paket zu versenden. Hierzu einfach alles, was zuvor im wattierten Umschlag war, in ein Paket packen, auch hier die Marken gut verstauen, sodass nichts passieren kann und ganz wichtig, Versand als Paket, sodass ihr dann auch eine Sendungsnummer zur Nachverfolgung habt. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, was passiert mit der Prüfsendung? Na, diese wird geprüft, aber was passiert dort im Detail? Genau dieses Detail schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn wir dürfen einem Prüfer des BPP über die Schulter schauen und er wird uns mal zeigen, wie die Prüfung von Marken funktioniert. Darauf bin ich schon wirklich gespannt. Ihr auch? Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, zackige Grüße, schönen Abend und tschüss!